5 steinerne Lotusblüten ragen in den kambodschanischen Himmel. Sie krönen das größte Sakralbauwerk der Welt. Angkor Wat. Für Gott Vishnu, den hinduistischen Erhalter der Welt im 12. Jahrhundert errichtet, wandelte sich der Tempel des Lichts später in ein buddhistisches Wat, was Kloster bedeutet. Umschlossen wird das monumentale Bauwerk von einem ca. 180 Meter breiten Wassergraben, in dem unzählige Seerosen blühen. Vorbei an steinernen Nagerschlangen, die den Damm zum mächtigen Portikus säumen, strömen im Januar 2020 Reisende aus aller Welt, entschlossen, das kulturelle Herz Kambodschas schlagen zu hören. Mit der Patina der Jahrhunderte präsentiert sich das Sehnsuchtsziel den Besuchermassen. Die Erbauer des steinernen Labyrinths konnten nicht ahnen, dass sich 800 Jahre später ihr Heiligtum in eine Kulisse für Instagrammer verwandeln würde. Angkor ist auch ein Ort der Spiritualität, an dem buddhistische Mönche die Gläubigen zum Gebet empfangen. Geduld und Ausdauer sind gefragt, wenn man das heilige Plateau an der Spitze von Angkor Wat erklimmen will. Die Mönche, denen die berühmte Klosteranlage ein wichtiges Pilgerziel ist, teilen gern den steilen Weg mit allen, die den magischen Moment mit ihren Kameras verewigen. Göttlicher Geist scheint hier allgegenwärtig, auch in den Blättern eines Fikusbaumes. Motive der hinduistischen Mythologie, militärhistorische Schilderungen und höfische Zeremonien sind zu sehen. In den offenen Galerien Angkor Wats sind sie als kunstvolle Reliefs in die Sandsteinwände gemeißelt. Die längste Bildergeschichte der Welt. Himmlische Nymphen, die Apsaras, zeugen vom sinnenfrohen Leben der alten Khmer-Könige. Heute posieren die schönen Tempeltänzerinnen vor allem für das Familienalbum der Touristen. Wir verlassen den Tempel des Lichts, um weitere Zeugen des sagenumwobenen Khmerreiches zu entdecken. Steinerne Krieger säumen den Weg und die Terrasse der Elefanten steht auch auf dem Tourplan von Herrn Tarit, unserem Tuk-Tuk-Fahrer. Dem Affen am Wegesrand ist so viel Entdeckerfreude ziemlich egal. Gott Bodhisattva blickt milde auf uns herab, als wir durch das Stadttor der einstigen Megacity Angkor Thom knattern. Unser Ziel ist der zentrale Staatstempel, der magische Bayon. Meterhohe in den Stein gehauene Gesichter lächeln von dutzenden Türmen, als wären sie die Hüter der geheimnisvollen Geschichte dieses Ortes. Im Inneren der Ruine sind verwinkelte Kammern, Gänge und Galerien zu erkunden. Mönche warten im Dämmerlicht auf touristische Kundschaft. Bei Kerzenschein und Räucherstäbchen gibt's gegen einen Obolus das ultimative buddhistische Glücksband zu erwerben. Noch ein paar Schnappschüsse und schon wartet die nächste Attraktion. Die heißt Taprom und ist einer der meistbesuchten Tempel im archäologischen Park.
Für Hollywood war der Ort mit seiner bizarren Optik die ideale Kulisse für Actionfilme, die hier gedreht wurden. Doch die wirkliche Sensation bietet die Natur selbst. In Jahrhunderten haben die riesigen Wurzeln der Würgefeigen das aufgegebene Heiligtum fest umschlungen. Eine Umarmung für die Ewigkeit. Feingliedrige Göttinnen, die Devatas, schmücken auch hier die Mauerreste. Trotz ihrer Altersspuren begegnen sie uns mit heiterer Gelassenheit. Gut zu sehen, dass man versucht, das große Erbe unserer asiatischen Vorfahren zu bewahren. Ein kleines Orchester mit traditionellen Instrumenten bittet am Wegesrand um eine Spende. All diese Männer sind Opfer von Landminen, die noch massenweise in Kambodscha liegen. Nachdenklich durchstreifen wir das Gelände von Angkor mit seiner wundervollen und auch schmerzhaften Geschichte. Wer eine Reise nach Südostasien plant, sollte Kambodscha unbedingt besuchen und sich von der kulturellen Schatzkammer Angkor verzaubern lassen.